Hallo Edelmetallfreunde, es ist wieder höchste Zeit für ein kleines Update. Also worum geht's heute? Wir gucken uns zuerst kurz die Zahlen der ETFs und der COMEX wieder an. Dann möchte ich mal einige Fakten wieder aufs Tablett rufen, die Ihnen vielleicht ein bisschen Unterstützung geben können in dieser doch nervenden Seitwärtsphase, die uns alle wirklich strapaziert. Anschließend kommen wir nochmal zu diesem Cyberangriff-Thema, denn es tritt immer mehr in den Vordergrund. Zunächst aber ganz kurz hier wieder COMEX und ETF-Zahlen. Zahlen per gestern vom Goldreport. SLV wieder einen netten Abfluss von 1,8 Millionen Unzen. COMEX nicht von Bedeutung weiter. Das nur zur Info. Die Edelmetallmärkte. Es zehrt an den Nerven und das geht nicht nur Ihnen so. Wir müssen uns in solchen Phasen immer wieder die Schlüsselfakten vor Augen führen. Und da habe ich natürlich einige interessante Grafiken für Sie. Hier ein Artikel von Goldseiten von Jeff Clark, den ich Ihnen verlinke, der mal die Relationen zurechtrückt. Sie wissen, die US-Notenbank kauft monatlich für 120 Milliarden Dollar Anleihen. Schauen Sie sich an, was pro Monat an Gold produziert wird und an Silber. Und bedenken Sie, das ist nur die Geldschöpfung der US-Notenbank. Die EZB ist natürlich genauso fleißig dabei, die Japaner sowieso und andere Nationalstaaten. Ebenfalls Markus Krall hatte hier noch was Schönes veröffentlicht. Die EZB gibt Vollgas. Gucken Sie, wie das nach oben geht. EZB-Bilanz seit Gründung. Es wurde uns versprochen, der Euro wird so stark wie die D-Mark. Natürlich, diesen Leuten muss man vertrauen. Es wird gedruckt, als gibt es keinen Morgen. Und das spiegelt sich auch in den Münzverkäufen wieder. Jetzt haben wir wieder Daten von Amerikanern. Stephen Sant'Angelo hat hier diese schöne Grafik wieder gemacht. Mai gab es wegen der Umstellung auf das neue Design keine Verkäufe. Juni ist sehr ordentlich. Und gucken Sie mal, im Juli haben wir jetzt eine gute Woche rum. Also, wenn sich das so weiterentwickelt, kommen wir da locker bei über 3 Millionen Unzen raus. Also, das ist schon ein beträchtlicher Absatz. Was aber noch interessant ist, die Aufgelder der Münzen ziehen wieder an. Auch dazu noch eine Grafik. Das ist per 1. Juli die Aufgelder auf US-Silver Eagles gegenüber dem Spotpreis. Und nachdem sich das etwas beruhigt hatte, ist es doch jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Warum sage ich Ihnen das? Das wissen wir alles und dies haben wir auch in der Vergangenheit schon beobachtet. Der Punkt ist, die ganze Sache spitzt sich weiter zu. Beim letzten Mal hatte ich Ihnen die Frachtraten für den Containerverkehr gezeigt. Da fand ich jetzt auch eine sehr schöne Grafik, die das alles mal zusammen zeigt. Und wie Sie hier sehen, ist von Entspannung gar keine Rede. Es geht alles nach oben und Sie können getrost davon ausgehen, dass das kein Zufall ist, sondern geplant abläuft. Das bedeutet natürlich, dass die Preise für besonders billige Massenware aus Asien weiter hochgeht und viele Dinge nicht verfügbar sein werden, dass also auch die Inflation dadurch anziehen wird. Viele Dinge werden teurer. Und was auch noch fehlt, Goldman Sachs warnt vor der Delta-Variante. Auch dazu habe ich in einem Artikel unter dem Video verlinkt. Sie warnen davor, also wird es wohl so passieren. Schließlich letztes Thema für heute, der Cyberangriff. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, aber morgen wird dieses Cyberpolygon wieder stattfinden und die Einschläge kommen näher. Und das ist genau der Punkt. Die Einschläge kommen näher, also die Zeit ihrer Vorbereitung geht dem Ende entgegen. Letzte Woche kam es ja zu einem neuen großen globalen Cyberangriff. Das war wohl der größte bisher, wo die Hacker 70 Millionen Dollar in Kryptowährung als Lösegeld verlangt haben. Warum eigentlich immer Kryptowährung und nicht Gold? Stellen Sie sich auch diese Frage ruhig mal. Hier ein Artikel dazu, aus dem ich Ihnen wieder einen kleinen Absatz vorlese. Ein breites Spektrum an Unternehmen und Behörden war von dem jüngsten Angriff betroffen, offenbar auf allen Kontinenten, darunter auch in Bereichen Finanzdienstleistung, Reise, Freizeit sowie im öffentlichen Sektor. Allerdings nur wenige Großunternehmen, berichtet die Cybersicherheitsfirma Sophos. Ransomware-Kriminelle infiltrieren Netzwerke und säen Malware, die sie lahmlegt, indem sie alle Daten verschlüsseln. Die Opfer erhalten einen Decoder-Schlüssel, wenn sie zahlen. Dieses Ereignis, dieser Angriff vom letzten Freitag, hat dann auch in Schweden dazu geführt, dass diese 800 Supermärkte am Samstag und Sonntag geschlossen werden mussten. Können Sie sich vorstellen, wenn eine der größten Ketten in Schweden plötzlich zu hat? Und sie vor verschlossener Tür stehen und nichts zu Hause haben. Ein Artikel aus der Bild-Zeitung zu diesen 800 Geschäften verlinke ich Ihnen auch noch. Ein Zitat daraus möchte ich Ihnen noch vorlesen. In einer anderen geopolitischen Lage könnten uns staatliche Akteure auf diese Weise angreifen, um die Gesellschaft lahmzulegen und Chaos anzurichten, sagte der dort in dem Artikel zitierte Minister. Das alles vor dem Hintergrund, dass morgen Cyberpolygon stattfindet, dass Russland seine Militärmanöver deutlich ausweitet. Erst jüngst war vor Hawaii wieder etwas. Die Amerikaner haben ein neues Strategiepapier herausgebracht, das vor nuklearen Angriffen warnt. Also es ist
eine Gemengelage, die sich quasi täglich zuspitzt. Und das Potjomkinsche Dorf sieht noch relativ gut aus. Und das Edelmetall wird nach wie vor gedrückt und unten gehalten. Besonders lächerlich ist die Bewegung beim Silber. Sie verfolgen das ja genauso wie ich. Also so sieht keine normale Kursbewegung aus. Ich habe da noch einen herrlichen Artikel von Keith Weiner gefunden, auf Goldseiten ebenfalls, der dort über dieses eingestürzte Gebäude in Florida spricht. Und er benutzt es als eine Analogie für das Finanzsystem. Dieses Gebäude gammelte schon seit vielen Jahren vor sich hin. Die Leute, die drin wohnten, haben auf ihre Eigentumswohnung höhere Kredite aufgenommen, haben damit konsumiert, lebten relativ sorglos und ganz plötzlich krachte dieses Ding zusammen und kostete sogar etlichen Menschen das Leben. Und ich denke, so wird es auch wieder sein. Diesmal mit einem großen Cyber- bzw. Stromausfallereignis. Welche Kettenreaktion das auslöst, werden wir dann sehen. Bereiten Sie sich darauf vor, besonders wenn Sie auf Medikamente angewiesen sind. Spielen Sie einfach den Fall durch, was passieren würde, wenn der Strom weg wäre. Versuchen Sie, alle möglichen Eventualitäten durchzudenken. Die Zeit läuft wirklich ab, wo Sie hier noch was machen können. Tun Sie es jetzt. Schwab hat es angekündigt und ich denke, man muss diese Leute leider ernst nehmen. 10/19 wird nichts dagegen gewesen sein. In diesem Ernstfall, der wohl vor uns liegt, wird sich auch zeigen, was wirklich Wert hat. Also das verrottete Gebäude wird ganz plötzlich einstürzen, so wie es Keith Weiner sagte. Und bis dahin seien Sie dankbar für jeden Tag, wo es noch nicht passiert. Auch wenn das Metall weiter entnervend seitwärts geht. Wenn es richtig hoch geht, werden die Umstände hässlich sein. Das war's für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder. Tschüss.